Zeit für euer Reading, Leute. Einige von euch könnten eine Entscheidung zu treffen haben, könnte bezogen auf ein Feuerzeichen sein, könnte aber auch eine Entscheidung sein, die mit Leidenschaft zu tun hat oder irgendwie ja doch in die Richtung geht, und ihr müsst euch genau überlegen, was hat das für Auswirkungen auf die Zukunft. Ja, Leute, lasst uns gucken. Was haben wir hier? Clean it up ist die erste Fokuskarte raus. Ganz klar, Leute, wer hier etwas Neues wünscht, muss Platz machen für etwas Neues und imagine. Das sieht mir nach Manifestieren aus. Und ihr auch, ihr habt Rest and Rejuvenation auf der Rückseite des Decks. Das hatte Team Stier auch gerade, ja. Also ich habe das Gefühl, auch ihr seid vielleicht gerade in einer Energie von Innenschau oder Rückzug. Wer mir auf meinem Barbieverse-Account folgt, der weiß, ich hatte das Thema dort. Und ihr müsst vielleicht gerade nach innen gehen und überlegen, was bringt mir hier noch was und was bringt mir nichts mehr, ja. Ich sag immer so schön, den Müll vor die Türe tragen, in jeglicher Form. Es könnte hier eine 3D sein, indem ihr wirklich aufräumen müsst. Es kann aber auch wirklich einfach bedeuten, zu überlegen, was ist noch etwas für mich, mit welchen Glaubenssätzen kann und möchte ich weiterhin arbeiten und was davon passt in meine ideale Zukunft. Ja, weil die Karte Imagine, da geht es auch wirklich darum, zu überlegen, was möchte ich in Zukunft, was sind meine Visionen, was sind meine Ziele und dann auch wirklich das, ja, euch das perfekte Bild zu malen. Picture perfect höre ich in meinem Kopf. Euch das perfekte Bild zu malen und dann auch daran zu glauben. Und nicht nach 2 Tagen aufhören, daran zu glauben, nur weil es sich noch nicht auf magische, wundersame Weise in 2 Tagen in deinem Leben manifestiert hat. Ja, Team Schütze, Geduld ist eine Tugend. Auch das war heute Morgen ein Thema auf meinem Barbieverse-Account. So, Leute, lasst uns gucken. Auf der Rückseite des Decks haben wir die Sonne. Die Sonne, okay, Klarheit. Einige von euch könnten Klarheit in einer Situation bekommen. Wir haben den Herrscher dahinter, das ist wieder Energie. Es könnte sein, dass euch etwas Klarheit gibt und da somit auch Kontrolle in der Situation. Es könnte auch sein, dass ihr einfach eine gute Zeit vor euch habt. Ja, vielleicht ist es genau das, euch eben zu überlegen, was ihr genau möchtet, um in Zukunft die Früchte, ich habe vor meinem inneren Auge die 7 der Münzen, ja, zu schauen, wie etwas wächst, damit ihr in Zukunft Früchte von etwas tragen könnt. Löwe-Energie, Widder-Energie, das ist sehr viel Feuer. Und ich habe auch beim Vorschaffeln habe ich auch super viel Feuer gesehen. Also viel Feuerenergie hier. Lasst uns gucken. Team Schütze. Ich kann es nicht sehen, Leute. Die erste Karte, die zweite Karte auch, liegen verdeckt zu mir. Und da war der König der Münzen, der sich drehen wollte, der rauskommen wollte, aber es nicht getan hat. Okay, Leute, wir haben die 5 der Kelche auf dem Kopf, die 9 der Kelche und die 7 der Kelche. Das ist richtige Imagine-Energie hier, okay? Auch für euch, wer es nicht geschaut hat oder wer es vielleicht geschaut hat und es gegebenenfalls nochmal gucken muss, geht mein Neumond in Fische Reading angucken. Da ging es genau um so eine Energien. Ich habe beim Vorschaffeln viel und ne, auf der Rückseite des Decks viel Feuer gesehen. Jetzt haben wir viel Wasser. Leidenschaft und Gefühl. Seid ihr verliebt, Motherfuckers? Oder das könnte vielleicht bevorstehen. Also, 5 der Kelche auf dem Kopf, Leute. Ihr lasst hier etwas los. Ihr seid in der Lage, etwas loszulassen. Reue, Enttäuschungen, irgendwie sowas, ja, was euch vielleicht geplagt hat bisher. Melancholie, irgendwie sowas. Ihr seid in der Lage, das hier loszulassen. Einige von euch haben es schon losgelassen mit der Clean It Up Karte. Ja, ihr habt verstanden, dass es euch nichts bringt, Ewigkeiten zu sitzen und zu schmollen. Ja, cut the shit out für diejenigen, die das tun. Kein Verlust ist wirklich ein Verlust. Jeder Verlust ist im Grunde auch eigentlich nur nicht auch. Jeder Verlust ist ein Gewinn. Ja, man kann immer etwas dazulernen, auch wenn das in dem Augenblick überhaupt nicht danach aussieht. Es ist immer etwas dazuzulernen, wenn man nur möchte und wenn man offen dafür ist. Ja, wenn man nicht bereit ist, dieses Mindset anzunehmen oder sich mit diesem Mindset anzufreunden, ja, dann Leute, bleibt in der Ecke und schmollt für immer. Okay, dann seid ihr hier auf meinem Channel falsch. Weil ich bin nicht Team, ich schmoll für immer und suhle mich in Selbstmitleid und in Verlusten und in der Vergangenheit, okay? Hier auf diesem Channel gehen wir immer weiter nach vorne, okay? 9 der Kelche ist eure eigene Fülle. Ihr seid in der Lage, in eure eigene Fülle zu kommen.
Weil ihr das hier losgelassen habt, weil ihr verstanden habt, wenn ich etwas Neues will, muss ich Platz für das Neue machen, ja, und dann muss ich, was weiß ich, entweder meine mentalen oder meine tatsächlichen Schubladen zu Hause ausräumen und mich von Dingen trennen, die mir eigentlich nichts mehr bringen. Ja, und das können auch Erinnerungen sein. Also ich meine, die sind immer irgendwo gespeichert in unserem Kopf, aber es ist ein Unterschied, ob eine Erinnerung gespeichert ist oder ob ich sie mir immer wieder hervorziehe, indem ich hingehe und alte Verläufe, alte Bilder angucke, was weiß ich, die Parfümflasche, die eigentlich schon längst leer ist, die ich mal von meinem Ex bekommen habe, immer wieder angucke und daran rieche und sage, oh mein Gott, der hat mir das geschenkt. Schmeiß die Scheiße weg. Okay, schmeiß es weg. Es ist leer, es ist ausgerochen, fertig, Zeit für einen neuen Duft. Schmeiß es weg, okay? So, das ist nämlich auch so eine Sache, Leute. Ihr müsst immer überlegen. Geschenke, jemand, der euch etwas schenkt oder Dinge von anderen Menschen, ja, die halten diese Energie. Ja, und ihr müsst überlegen, mit welcher Person hattet ihr zu tun. Und meistens zeigen euch Personen, wenn sie sauer sind, ihr wahres Gesicht. Ja, weil das ist nicht irgendwie, oh mein Gott, ich war nur sauer und deswegen habe ich das gesagt. Ja, nein. Wut gibt einer Person nur genügend Mut, ihre wahre Meinung zu sagen. Okay? Heißt also, wenn ihr mit jemandem Streit gehabt habt oder im Streit auseinandergegangen seid und die Person hat, was weiß ich, irgendwelche Out-of-Pocket-Sachen zu euch gesagt, this is how they really feel, Bubu, okay? This is how they really feel. Glaubt einer Person, wenn sie ihre wahren Farben zeigt, das erste Mal, okay? Lasst euch nicht 150 Mal dieselbe Farbe zeigen. Ihr könnt der Person das erste Mal glauben, okay? Neun der Kelche ist auch, geht auch einher mit dieser Imagine-Karte hier. Der Neun der Kelche ist seine eigene Fülle, auch seine eigene Fülle zu schützen, ja? Und weil ihr könnt hier sehen, er sitzt vor diesen Neun der Kelchen, er hat die Haare verschränkt. Er hat die Arme verschränkt, ja? Das ist eine Abwehrhaltung in Körpersprache. Wenn ich mich so hinsetze, ist es eine Abwehr, eine Schutzhaltung. Das macht er. Und wann ist man auf Abwehr oder Schutz? Wenn man etwas ja, schützen möchte oder andere Dinge weghalten möchte von etwas. Sieben der Kelche, auch eine Karte der Verwirrung, aber vor allen Dingen hier sehe ich es als eine Karte der Optionen. Ja, ihr wisst, dass ihr viele Optionen habt. Bube der Kelche auf der Rückseite des Decks, jemand könnte euch ein Angebot machen. Für einige von euch ist es so, dass ihr so weit geheilt seid, dass ihr dieses Angebot ablehnt. Besonders für diejenigen, wo ich gerade gesagt habe, wo Streit involviert war. Ja, wo euch jemand vielleicht, wo ihr gestritten habt und die Person hat euch einen Korb gegeben oder irgendwie oder hat gesagt, ich will ich eigentlich gar nicht oder guck mal, wie gestört du bist, niemand wird dich nehmen so, irgendwie sowas, Leute, cut the shit out, ja, und viele von euch haben auch verstanden, dass das genau der Vibe ist, dass ihr so einen Scheiß nicht in eurem Leben braucht. Für andere von euch ist es wichtig, nicht auf Abwehrmodus zu gehen, nur weil ihr in Vergangenheit Enttäuschungen erlebt habt, ja. Enttäuschungen gehören dazu. Wir werden auch von Familie und Freunden enttäuscht. Und wie ist es da? In den Fällen gebt ihr den Leuten 584 Chancen und in der Romantik nicht, ja. Und ich sage nicht damit, dass ihr derselben Person 584 Chancen geben sollt, sondern ihr sollt der Romantik oder der Liebe Chance geben, ja, weil man wird immer angelogen, man wird immer in seinem Leben auch mal hintergangen, ja, und wer sich mit diesem Gedanken nicht anfreunden kann, der kann jetzt sofort sich eine Katze kaufen oder sonst irgendwas, weil ihr werdet dann euch für euer Leben isolieren und alleine bleiben, ja, man kann nicht ausschließen, dass man im Leben belogen oder betuppt wird, ja, und bei euren Freunden, ihr geht ja auch nicht hin in eurem Leben und sagt, okay, ich schließe keine neuen Freundschaften, weil der Freund aus der dritten Klasse hat mich mal belogen, ja, ihr habt trotzdem jetzt neue und andere Freunde, ja, oder ihr habt auch nicht gesagt, okay, ich cutte den Kontakt zu meinem Vater oder zu meiner Oma oder sonst irgendwas, weil die haben mich belogen, als sie mir erzählt haben, es gibt eine Zahnfee und es gibt einen Weihnachtsmann. Das ist auch eine Lüge. Es ist eine weiße Lüge, aber es ist eine Lüge. Ja, und ihr habt auch nicht gesagt, okay, deswegen rede ich nie wieder mit meiner Mutter oder mit meinem Vater. Ja, aber ihr geht hin und sagt, okay, der Tom, der hat mich verletzt, der hat mich belogen, der hat mich scheiße behandelt, ich will nie wieder einen Mann. Merkt ihr, wie lächerlich das ist, so eine Aussage? Eine Regel für alle, ja, ist das, was ich auch immer meinen Kunden oder meinen Freunden sage. Grenzen sollten sich nicht verschieben für verschiedene Situationen. Bau dir deine Grenzen bzw. ziehe Grenzen, aber ziehe diese Grenzen grundsätzlich in deinem Leben. Ja? Verschieb deine Grenzen nicht für verschiedene Situationen. Ich gehe nicht hin und sage, Loyalität ist für mich etwas, was
ein Muss ist in Beziehungen und sagt dann, okay, meine Freunde sollen loyal zu mir sein, meine Familie soll loyal zu mir sein, aber wenn mein Geliebter oder wenn mein Partner mich anlügt, dann ist es schon in Ordnung. Bitch, nein. Okay, es ist nie in Ordnung, egal wer du bist. Also Leute, 5 der Kelche auf dem Kopf, der Mond. Einige von euch haben mit ihrem Unterbewusstsein gearbeitet und dem Ass der Münzen. Und der Turm, Leute, hier kommt irgendwas, kommt hier auch für einige von euch, kommt auf euch zu. Ein plötzlicher Wandel, nachdem ihr diese Trauer-Kloß-Energie losgelassen habt. Ja, einige von euch konnten Unsicherheiten loslassen. Für einige von euch ist hier auch einfach, das hat mit eurem Unterbewusstsein zu tun. Das sind vielleicht auch Glaubenssätze, die ihr in der Lage wart zu bewältigen. Andere von euch haben in ihr emotionales Leben wieder mehr Stabilität bekommen und deswegen kommt hier diese Wunscherfüllung, in welcher Form auch immer. Sie kommt aber plötzlich mit dem Turm, ja, Skorpion-Energie. Einige von euch könnten Skorpion-Placements haben, spezifisch vielleicht einen Aszendenten oder ein Mondzeichen. Oder ihr habt Wasser in euren Big Five, heißt Sonne, Mond, Venus, Mars. Sonne, Mond, Venus, Mars, Aszendent. Oder ihr habt mit jemandem zu tun, der in irgendeiner Form ein Wasserplacement hat. Ja, oder wenn ihr jetzt diese Big Five wisst und ihr sagt, oh nee, da ist aber kein Wasserplacement, Leute, es geht immer noch weiter. Ja, es gibt nicht nur 5 Planeten in eurer Chart, es gibt auch Stellien in den Häusern. Und es kann auch sein, dass jemand 3 Planeten in einem Haus hat, was von Wasser regiert wird. Ja, und dann ist das auch in der Energie zu merken. Extrem sogar. Ein Stellium ist noch viel wichtiger als irgendwie, was weiß ich, Sonne, Mond oder was heißt nicht wichtig, aber es wiegt mehr. Oder es macht sich sehr bemerkbar, so ist richtig zu sagen. Wow, okay, 9 der Kelche. Also für einige von euch kommt hier definitiv etwas zu. Einige von euch sind nicht mehr für lange Zeit Single, muss ich hier sagen. Der Mond, vielleicht zum nächsten Vollmond, vielleicht bis zum nächsten Vollmond hat sich hier was geklärt. Ihr habt Klarheit bekommen. Vielleicht habt, wann ist der nächste Vollmond? Ich glaube am 25. Außerdem haben wir eine Mondeklipse, die danach folgt. Oder vielleicht auch, ist das die nächste? Ist der nächste Vollmond die Mondeklipse? Ich glaube schon. Könnt ihr mal googeln, 25. März. Vielleicht hat diese Eclipse-Energie etwas Wichtiges für euch. Ja, das, vielleicht wird da Karma aufgelöst oder die Energie vervielfacht etwas. 9 der Kelche erklärt mit 5 der Schwerter und dem Eremit. Und dann habe ich auf der Rückseite des Decks die 3 der Münzen und den Bube der Kelche. Ja, Leute, ihr habt hier aufgehört, euch selbst zu betuppen. Ja, 5 der Schwerter ist immer... Oh, ich wollte sagen 5 der Münzen. Einige von euch haben Stier-Energie in ihrer Energie oder in ihrer Chart. Andere von euch haben dieses Mindset von wegen, ich bin nicht gut genug oder ich bin nicht genug wert. Oder ich werde immer außen vor gelassen oder ich werde immer vergessen. Ihr habt dieses Mindset losgelassen, spezifisch solche Glaubenssätze und habt diese Mindsets Revision. Einige von uns, von euch haben diese Mindsets ersetzt. Und ich habe gerade gesagt, einige von uns, und da kommt mir was in den Kopf, was ich in Istanbul, habe ich mir selber etwas suggeriert, was ich direkt umgewandelt habe, weil ich gesagt habe, das ist absoluter Quatsch, was ich hier erzähle. Ja, und habe diesen Glaubenssatz ummodelliert. Das könnten einige von euch auch getan haben mit dem Eremit, also wirklich Innenschau betrieben und geschaut, wo ihr euch selber ein Beinchen stellt. Jungfrauenenergie, ins Detail gehen. Und wir haben die 3 der Münzen auf der Rückseite des Decks. Jemand hier macht, arbeitet am Detail. Feinschliff am Detail. Ihr kriegt hier ein Angebot. 7 der Kelche. Lasst uns mal gucken, was die 7 der Kelche sind. Der Gehängte, Fische-Energie. Da wollte sich die Sonne drehen. Ihr bekommt Klarheit. Da ist der Bube der Schwerter rausgeflogen. Und wie? 2 der Schwerter auf der Rückseite des Decks.
Fünf der Stäbe, 10 der Schwerter dahinter, 8 der Stäbe mit dem Ass der Stäbe und den 8 der Münzen. Ich sag es euch, Leute. Ihr werdet hier so lange in Restriction-Modus sein, heißt, ihr werdet so lange Verzögerung von eurer Manifestierung erfahren, bis ihr rausgefunden habt mit dem Bube der Schwerter, was hier für euch die beste Option ist, bis ihr jegliche Art von Nebel in eurem Kopf geklärt habt. Genau das. Und bis ihr losgelassen habt, bis ihr, was ihr hier loslassen müsst. Mit, weil einige von euch haben die 5 der Kelche, glaube ich, noch nicht gedreht. Ja, sonst wäre diese Clean-It-Up-Karte nicht gefallen. Also ich denke, dass die Mehrheit es schon geschafft hat und vielleicht gerade nicht sicher ist, ob sie auf dem richtigen Weg ist. Das ist eure Bestätigung. Ihr seid auf dem richtigen Weg. Und für andere von euch wird diese Verzögerung so lange bleiben, bis ihr diese 5 der Kelche für euch gedreht habt. 2 der Schwerter auf der Rückseite des Decks. Einige von euch haben vielleicht auch, waren nicht in der Lage, Konflikt einzugehen. Jemand, der nicht in der Lage ist, in Konflikt einzugehen oder der sich in einer Bindung mit jemandem, egal ob das freundschaftlich, romantisch oder auch arbeitstechnisch ist, jemand, der nicht mal mit der Faust auf den Tisch hauen kann und sagen kann, weißt du was, mir ist egal, ob wir uns jetzt hier streiten, weil das und das und das ist hier Phase und ich hätte das gerne so oder das macht Sinn, ja. Es geht nicht darum, irgendwie aus Prinzip auf seiner Meinung stehen zu bleiben, aber es geht darum, sich zu verteidigen, wenn das einfach gerade auch legitim ist, ja. Und die Leute, die hier People-Pleaser sind und Ja-Sager und Ja zu allem sagen und die sagen, oh mein Gott, ich sag ihm nicht, dass es mir nicht passt, weil ich habe Angst, ihn sonst zu verlieren. Ihr müsst ganz woanders andocken, ja. Mit dem Mindset solltet ihr in keine Beziehung gehen, weil ihr tut euch keinen Gefallen und auch kein wahrer Mann mag eine Frau, die immer und ständig Ja und Amen zu allem sagt. Ja? Wenn ihr euch mal umguckt, dann werdet ihr feststellen, dass die Männer oder die Frauen, die immer Ja und Amen zu allem sagen, ganz oft Männer haben, die fremdgehen mit genau einer Frau, die das eben nicht tut und die ihr Ding durchzieht und einfach sich selbst an erste Stelle stellt und nicht ihren Mann behandelt. Also einen Mann behandelt, zu behandeln, als wäre es Gott. Von mir aus, wenn er dich vernünftig behandelt, heißt aber auch immer noch nicht, dass du nicht auch stand your ground. Mein Typ wird auf Händen getragen und I still stand on business, okay? Wenn mir was nicht passt oder mein Typ macht Scheiße, dann sag ich ihm, du machst Scheiße hier gerade. Und wenn du nicht aufpasst, dann trage ich dich vor die Türe, weil ich toleriere keinen Haufen Scheiße neben mir, okay? So. 8 der Stäbe, Ass der Stäbe und 8 der Münzen und die Sonne sagt mir was. Hier kommt Kommunikation, schnelle Energie für einen Neubeginn in irgendeiner Form, wo jemand auch willig ist, an etwas zu arbeiten. Gute Zeiten habe ich hier. Und die Sonne. Sonne und den Mond. Wir haben kurz nach der Mondeklipse eine Sonneneklipse. Ich habe das Gefühl, dass etwas richtig gestellt werden muss, wie mit diesen, ihr kennt diese Zauberwürfel. Die man dann, wo man alle Farben auf eine Seite zusammen, also wo man alle Dinge, alle kleinen Würfel einer Farbe zusammenbringen muss. Und ich habe das Gefühl, es ist so eine Zauberwürfelenergie. Jemand hier muss etwas perfektionieren. Kann zum Beispiel sein, jetzt mal bildlich gesprochen, ihr habt fast alle Steine von Gelb sind zusammen. Es sind nur noch 2, was weiß ich, Steine, die rot und grün sind. Und ihr müsst rausfinden, wie kriege ich jetzt den rot und den grünen Stein ersetzt zu den gelben Steinen. The missing puzzle piece. Das ist eure Challenge hier. Und das vermisste Stück hat definitiv mit euch selber zu tun. Nicht mit dem Außen. Ihr müsst hier was gehen lassen für einige von euch und diejenigen, die es schon gehen lassen haben, bleibt auf diesem Pfad. Sabotiert euch nicht selber. Okay? Okay, Leute, also ich habe hier alle Wasserzeichen. Ich habe Jungfrauenenergie, ich habe Mond im Wassermann, ich habe Zwillinge-Energie und alle 3 Erdzeichen. Stier, Jungfrau und Steinbock. Okay, Freunde, ich lasse euer Reading hier. Und wie immer sehen wir uns, wenn wir uns sehen. Ich war zu schnell. Liked, abonniert, teilt, kommentiert. In der Infobox, ich wollte gerade sagen im Internet, in der Infobox findet ihr alles, was ihr wissen müsst für ein privates Reading. Wer mir gerne auf Instagram folgen möchte, der kann das gerne tun. Barbieverse ist der Account, der mich persönlich betrifft. Da rede ich nicht irgendwie über Tarot oder sonst irgendwas. Also vielleicht auch mal, aber das ist da nicht der primäre Shit. Und genau, der Account zu meinem Channel, da könnt ihr mir natürlich auch gerne folgen. Da ist es jedoch etwas ruhiger momentan. Also, wie immer, wir sehen uns, wenn wir uns sehen und ciao, Kakao.